Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Oberhavel-Update hier von der Oberhavel-Map. Ja, es geht da so langsam ein bisschen weiter. Ich streame jetzt wieder auch ein bisschen mehr. Und ja, schaut da gerne mal vorbei auf Twitch. Und jetzt gibt es ein neues Update. Ich habe heute mal so ein bisschen oldschool eine Folge, wo es auch dann gleich ein Speedbuild gibt, wie ich hier diese Abfahrt baue. Ich mache mal ein bisschen von oben. Ja, so sieht das aus. Es ist halt hier eine Schnellstraße und ja, dann mit den Abfahrten. Ja, wo es dann Richtung Betriebshof später geht, der ist ja hier auf der Ecke und ja, da fährt man hier rum auf den Betriebshof rauf. Und über die Schnellstraße in die Richtung geht es dann, machen wir hier die Karte an, die ganze Schnellstraße lang, dann nachher nach Oranienburg rein und ja, da bin ich jetzt hier ein ganzes Stück weiter eigentlich, weil ich habe jetzt hier schon halbwegs, ja, fast schon wie ein Autobahnkreuz, so ein bisschen fertig halt, die ganzen Abfahrten, Auffahrten etc. Und ja, sieht dann von unten auch schon ganz gut aus. Und was gibt es noch zu zeigen? Ja, hier die Schilder haben ein bisschen gedauert, weil ich hier noch einen anderen Hintergrund hinzufügen musste, weil es nicht hier so getrennt gibt. Da ist ja hier Stadt und das ist hier so ein bisschen Landstraßenschilder in Gelb. Und ja, die Brücke war natürlich auch nicht ganz einfach. Hier habe ich dann ein bisschen mit Steine gearbeitet und ein bisschen mehr Grün und hier dann halt auch die Brücke halt ein bisschen mit Hintergrund gemacht, so Graffiti-mäßig. Ja, ist schon ganz niedlich geboren, sag ich mal. Hier habe ich die Absperrung gemacht, weil die Bundesstraße ist ja dann, glaube ich, geht ja da nicht erstmal geht sie da nicht weiter. Deswegen habe ich hier einfach Baustelle gemacht und dann müssen hier alle Leute abfahren und hier geht es ja dann, hier fährt man auch dann mit dem Bus ab zum Betriebshof und dann halt nach links geht es zum Betriebshof und hier geht es dann auch runter zur allerersten Tankstelle auf der Karte. Hier ist dann hier. Hier fahren dann noch Autos lang. Natürlich. Und ja, so ein paar KI-Linien habe ich schon gemacht. Es geht dann hier überall lang. Natürlich. Und dann hier auch auf den großen Globus-Parkplatz. Habe ich jetzt schon so ein paar KI-Linien gemacht. Hier kommen aber auch noch mehr hin, dass hier wirklich Autos überall lang fahren. Sieht jetzt auch schon mal ganz gut aus. Hier mit dem Netto. Ja. Viel mehr gibt es jetzt eigentlich nicht zu zeigen. Ich habe jetzt, wie gesagt, noch ein Speedbuild, wie ich die hier so ein bisschen rumbaue und dekoriere. Da könnt ihr euch das gerne angucken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Live oder in der nächsten Folge wieder. Und ja, jetzt würde ich sagen, starten wir gleich mit dem Speedbuild. Also, bis dann.
Thank you.